Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Bear With Me, wo wir diesen Tunnel hier hinten, der zu Tunnel von Paper City, okay, der zu Flints Zimmer führen soll, erkundet haben. Also wir haben ihn noch nicht erkundet, sondern wir haben ihn erstmal freigeschaltet und wollen ihn jetzt erkunden. Und kann es sein, dass hinter CBG eventuell Flint steckt? Aber nee, ne? Das ist unrealistisch. Ich glaube ja immer noch, dass Flint erwachsen geworden ist oder schon älter ist. Und er deshalb außer Haus ist oder nicht mehr in seinem Zimmer. Aber das finden wir noch alles raus. Gehen wir erstmal in den Tunnel. Denn da soll Miss Ashworth auf uns warten irgendwo. Busch. CBG said I should go down the tunnel. Ja, das hat er gesagt. Wir wollen aber trotzdem vorher alles angucken. Das sind nur Ranken, da können wir nichts machen. Ampel. Ja, wenn wir jetzt nicht schwarz-weiß hätten, würden wir wissen, ob die Ampel rot oder grün ist hier am Tunnel. Hier ist auch noch ein Busch. CBG said I should go down the tunnel. Oh, was haben wir denn hier? Warum hat unser Inventar geleuchtet? Wir haben doch nur die Zange, wie immer. Ist das ein Windhauch, den wir hören, oder ist das ein Zug von weitem? Seems like a long way. I should get going. Ja, wir haben auch gar keine andere Wahl gerade, ne? It differentiates between the gray one and the slightly less gray one. Man unterscheidet zwischen grau und ein kleines bisschen grauer. Müsste grün nicht dunkler aussehen? Oder rot? Ich weiß es nicht genau. Aber es gibt hier sonst nichts zu erkunden. Na dann hoffen wir, dass uns kein Zug entgegenkommt und wir gehen in den Tunnel hinein. Farbe! Das erste Mal Farbe. Wo kommt sie her? Ah! Ich raff, warum hier Farbe ist. Weißt du noch, die Mugshot Brothers, das waren noch die beiden Typen, die hier gestanden haben, die auch gleichzeitig, oder deren Bild, gleichzeitig auf der Dartscheibe war, im Haus vom King. Die sind jetzt wieder echte Plüschtiere. Also sind die auch schon tot in dem Sinne? Können wir hier noch was anderes angucken, außer die Kollegen? Nee, hier auch nicht. Voll die bedrohliche Musik auch. Nee, ich kann ja gar nichts sonst anwählen. Okay. Level 6 Schwert, Mugshot Brothers und das rote Stoffstück. Nehmen wir erstmal das Schwert. If I'd taken it earlier, it would be level 12 by now. Das kann sein. I'll keep it for now. Mal sehen, wann wir es verwenden müssen. Oh je. Whoa there. What's that? Is it expanding? Scheint so, weil es hier oben auch die Farbe ändert. Also insgesamt die Realität ändert sich, oder? Weil das rote hier ist ja... Ist das der rote Typ? Nee. Oder hier, das ist ja eigentlich gar nicht existent. Ist das Bett hier einfach wieder aufgeräumt? Und hier ist es halt noch als... Zelt, sag ich mal. Das wird's auch sein, ne? Wir gucken mal weiter. Wir schauen uns mal die Mugshot Brothers an. Hey, Lowlifes, are you guys? Can you hear me? What's happening to the room? Why is all the stuff disappearing? Die verschwinden ja nicht wirklich, ne? Also in seiner Realität schon. Ach, das ist ein Regal. Das ist gar kein Bett. Okay. Aber ich kann die, ich sag mal, reellen Sachen, weil das Schwarz-Weiße ist ja die Spielzeugwelt, kann ich auch nicht anwählen. Weder die Lampe, noch irgendwas anderes hier. Nee. Dann nehmen wir mal das Letzte, was wir hier noch nehmen können, nämlich das rote Stoffstück. Oder wir schauen uns jetzt erstmal an. Er kann sich nicht. Dann war wohl der rote Mann nochmal hier. Nee, ich kann das nicht anwählen. Nehmen wir es mit. I'll just take it with me. I need to get out of here.
Some famous painter once said, "When I don't have red, I use blue." What does that even mean? Is it just conventions flying out the window? Or is it a form of compromise? Until now, I thought the colors were pretty straightforward. Sun is yellow, sky is blue, and so on. But then again, I was never much of an artist. That's Amber's thing. What happens when all the colors come crashing down on you, like the world's most colorful tidal wave? I have no idea what I just witnessed, the violent, abrupt clashing of what can only be described as different realities, ones that can't coexist in the same space. I was never a superstitious man. I value logic and reason above all things, none of which I found in there. Flint's room is not his room anymore, it's just a storage. I was there before. I saw his room, didn't I? The mugshot boys, what happened to them? They seemed dead, but somehow still alive. It's like they got caught somewhere in between Paper City and the other reality. Not quite dead, but not alive either. I'm positive whatever the hell that was in there, I would suffer the same fate as those two lowlifes had I decided to stay a bit longer. I can't grasp any of this anymore. I'm missing something, a key component. How is all of this connected? What am I not seeing here? I have to get to Amber. I need to get her away from Mills before he hands her over to Red. With Locke and PCPD on his side, that won't be an easy task, though, and I have to be prepared for anything. I have to find her and tell her what I found out. Maybe she can make sense of all this. B told me to follow the seagulls, and I would find Amber. Any other day, I'd call him crazy and tell him to go home and rest, but not today. I have a bad feeling about the outcome of tonight's events, but I have no choice. I have to keep on. I have to finish this, despite all odds. I'm done following logic, as it didn't bring me anywhere so far. It's time to sacrifice my principles at the altar of greater good, and follow my gut on this one. In other words, if I don't have red, I'll use blue instead, whatever the hell that means. Okay. Wie er schon gesagt hat, Flints Zimmer ist jetzt nicht mehr Flints Zimmer, sondern Lagerraum, was ja noch viel mehr bestätigt, dass er, also meine Annahme, dass er ausgezogen ist, einfach weil er schon alt genug war und deshalb auch nicht mehr da ist. Und wir spielen den Fall, dass er verschwunden ist, weil Amber das noch nicht kapiert hat, dass er ausgezogen ist oder so. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat CBG gesagt, wir sollen den Möwen folgen und da die offensichtlich hier diesen Wolkenkratzer umkreisen, sollten wir wahrscheinlich hier hingehen. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt auch direkt. Took you long enough. I mean, did you see it? I don't know what I saw, B. How's your investigation going? Regarding the kid? I'm completely lost here, B. I need to get to the doll. Maybe she can make some sense out of all this, but first things first. What things? We need to get to her, B. Oh, yeah, sure. Don't worry, Snoop. Any news from the rest of the Breakfast Club? No, but I trust they'll pull through on their end. I can't believe you were right about the damn seagulls, you nut. What's the deal with that? I told you, Bear. The gulls are just the means. Mills paid off someone to train them. They're carrying recording devices on them. It's how that pig keeps everything in check. God damn it. Keep your voice down. I mean, it's not surprising. Information is power, Snoop. All of this is insane, B. It's like some cheesy crime drama. Yeah, and you know how those things end for guys like us, right? Huh. Perish the thought, buddy. And hope we don't perish with it. All right. I'll take care of the mustache club by the entrance. You take care of the one patrolling on the right. Wait. What do you mean, take care of him? You know, take him out. That's an armed policeman. And you're an armed, desperate man. Which one of you do you think has the upper hand? I'm not going to shoot the man, B. Who said anything about shooting? Use your wits. Craft something. Isn't that your thing? You might be confusing my life with that of MacGyver's. Just think of something. Sure, whatever. Are you ready? I'm always ready. Naja, er hat's gelöst. Nicht unbedingt sehr vorteilhaft.
Also schon vorteilhaft für uns, denn wir unbewusste Bullen, der meint bestimmt, wie heißt das, wenn man in Ohnmacht gefallen ist? Bewusstlose Bullen sind das wahrscheinlich, nicht unbewusste. Wir haben das, können wir das irgendwie No zerschneiden? time for a sword fight, although I totally win. Es wäre traurig, wenn man nicht gegen rote Stoffstück gewinnen I würde. don't need tongs for that. I don't need tongs for that. Okay, ich wollte nur gucken, ob wir schon irgendwas kombinieren können. Dann schauen wir uns erstmal hier, Paper City wollen wir nicht hin. Draußen ein bisschen um, was hier alles ist. Hier können wir nichts machen, an den Brettern auch nicht. Wir kommen hier außen auch nirgendwo lang. Am Löwen geht nichts. Zeitung, okay. I have a feeling tomorrow's issue will be sold out. Dann nehmen wir lieber diese Version schon mal mit. I'll just grab one of these. Ja, richtig so. Dann Haupteingang. Durch den kommen wir wahrscheinlich nicht rein, sondern müssen bestimmt hier hinten rum. Zeitung. Ja. Gucken wir uns erstmal die Bullen an. CBG got him good. Das hat er. Können wir die mitnehmen? These walkies might come in handy. Haben wir ihn einfach ein Walkie-Talkie jetzt abgenommen? Zwei sogar. Können wir davon ein CBG geben? Maybe I can use it to bait that idiot over there. Achso, ich habe auf den Haupteingang und nicht auf CBG. Warte, warte, warte. CBG. Maybe I can use it to bait that idiot over there. Ah nein, okay, ich habe schon richtig gemacht. Haupteingang erstmal angucken. It's just the two of us. We should look for an alternative entry point. Okay. Nee, ich möchte CBG. It's the cracked up crusader. Können wir noch mal mit ihm reden? You stay here. Make sure there's no more surprises. If you see Red coming for her, try and stall him. Stall him? How? You know, craft something. Oh, I get it. Catch you later and be careful. Okay, er wird schon was craften, wenn es soweit ist. Dann, wie ich gesehen habe, können wir weiter hier drüben lang laufen. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich manchmal, dass die Szene halt so weit ist. Und mir fehlt persönlich so ein kleiner Pfeil. Muss ich böse, böser wurde? Muss ich hier, Quatsch, nicht muss ich, sondern ich hätte es besser gefunden, wenn man am Bildrand ist und es geht noch weiter, hier so ein kleiner Pfeil vielleicht wäre, sodass das Bild sich dann erweitert. Wisst ihr, was ich meine? Denn manchmal erforscht man dann den Bildrand einfach nicht. Es hat jetzt relativ gut funktioniert, aber auch nur, weil ich hier die Zeitung geholt habe. Aber na gut, ist eigentlich ein Element, um das so zu zeigen. Baumaterial. Gucken wir mal Can't have a weiter. construction site without it. Wäre traurig, wenn man kein Baumaterial auf Baustellen hätte. Kanal, Bauaufzug. Looks like a good alternative route up. Okay, wir schauen uns erstmal um. Wir müssen bestimmt, während der Bulle da hinten ist, hier in den Kanal hüpfen oder sowas. I always wanted to drive one of these. That's an injury lawsuit if I ever saw one. Okay, also müssen wir das anscheinend nicht tun. He'll see me. I better keep my head down. Okay, ich sollte den Kopf unten lassen. Können wir nicht einfach abstechen? Nein, das machen wir nicht. Wir warten mal, bis er hier hinterläuft und dann nehme ich den Bauaufzug. Dreh dich um. Jetzt? I have to wait till he turns his back. Er hat dir gerade den Rücken zugewendet. I have to wait till he turns his back. Was? Das tut er doch gerade. Kann ich den Kanal nicht? Ich kann ihn nicht I benutzen. have to wait till he turns his back. Wir warten mal kurz. Er turned his back. I have to wait till he turns his back. Muss ich ihm vielleicht die Zeitung über den Kopf machen oder I so? didn't get to the funnies yet. Oder das rote Stoffstück über den Kopf? Not sure what you're going for here. Dass er nichts mehr sieht. I didn't get. Muss ich wirklich? No time for a sword fight, although I totally win. Aber er hat mir doch den Rücken zugewendet. Ich warte einfach mal, bis er ganz, ganz hinten steht. So. I have to wait till he turns his back. Er ist doch mit dem Rücken zu uns. Oh! I always wanted to drive one of these. Was ist jetzt das Problem? I have to wait. I have to. Ich verstehe es nicht. He'll see me. I better keep my head down. Ich kann das Baumaterial nicht mitnehmen.
kann die auch nur noch angucken. Mein Timer sagt, dass die Folge eigentlich vorbei wäre. Muss ich mit ihm noch mal reden? You stay here. Make sure there's no more surprises. If you see Red coming for her, try and stall him. Stall him? How? You know, craft something. Oh, I get it. Catch you later and be careful. Das ist es nicht. Irgendwas mit dem Walkie-Talkie. Maybe I can use it to bait that idiot over there. Muss ich das in den Kanal schmeißen, eventuell? Seems like a good idea, but something is missing. Okay. Da hat man vergessen, was zu übersetzen. I have to wait till he turns his back. Ja, das haben wir jetzt schon rausgekriegt. Maybe I can use it to bait that idiot over there. Ja, aber wie? Dahin? Maybe I can use it to bait that idiot over there. Es hilft mir vor allen Dingen nicht weiter, wenn er mal denselben Satz sagt. Kann ich das kombinieren? Maybe I can use ja. Oder so? Maybe I can use no t- Seems like a good idea, but something is missing. Was ist denn missing? Die sind bewusstlos. Haupteingang, den kann ich nur angucken. Das macht keinen Sinn, ich tue es trotzdem. Maybe I can use it to bait that idiot over there. Aber wie? Ich konnte es auch nicht CBG geben. Maybe I can use it to bait. Ja, er sagt Gott sei Dank immer das Gleiche. Ich kann es nicht hier hinten hinlegen. Hier ist nichts zum Interagieren. Kann ich das Tuch über die legen? Not sure what you- Muss ich die aufschlitzen? No time. Mit der Zange. I don't need- Kombinieren jetzt alles. I didn't get- Maybe I can- Muss ich den Kram mit CBG machen? Not sure. Das an Maybe den Haupteingang. To- die Zeitung? I didn't get to the- Das bei CBG? I didn't get- Ich hab's an den Boden gemacht. Geh weg. I didn't get- Ha. Die Zange. I don't need tongs for that. Die kombinieren. Maybe I can use it to bait that idiot over there. Ja, das hilft uns nicht weiter. Es ist eine gute Idee, das Ding in den Gully zu schmeißen, aber etwas fehlt. Irgendjemand muss ja mit ihm reden. Was wir auch eigentlich selber tun könnten. Kann ich das auf Teddy ziehen? Natürlich nicht. Kann mir selber mit mir überhaupt nicht interagieren, merke ich gerade, ne? No time for a sword fight. Okay, kein Swordfight. Not sure what. Nein. I didn't get. Muss ich die Zeitung da irgendwie drüber ballern? Warum? This is Wile E. Coyote level of genius. Und jetzt das Walkie-Talkie dahin? Ich warte, bis er sich umdreht. Here we go. Okay. Eagle calling dog. The chicken hit the floor. Over. Der Wilhelm Schrei, glaube ich, nennt man es. Kanal. Können wir nochmal reingucken? Jetzt passt der Satz auch ein bisschen mehr, dass es auf den Prozess hinauslaufen würde, wenn wir den Kanal angucken. Oh, war das ein Krampf? Da hätte man ein bisschen was anders einbauen können. Wir schauen uns jetzt mal noch mal ein bisschen hier hinten um. Was hier noch so Schickes ist, nämlich nichts. Ich kann auch hier, kann nicht raus, nehme ich einfach mal an. Baumaterial. Can't have a construction site without it. Kann ich aber auch nichts mitnehmen, angucken, geht nicht. Lastwagen kann ich nicht fahren. Nee. Ich kann quasi nur noch nach oben. Haben wir das andere? Nee, haben wir beide Dinger verloren. Okay, dann würde ich sagen, rauf auf den Bauaufzug, oder? Here goes nothing.
look who decided to show up. It took you long enough. Oh, were you waiting? My apologies. Oh, I see the doll got tangled up in some rope. I'm sure you don't mind if I... Ted, son, be smart about this. Oh, so you do mind. Come on now, Ted. Don't make me do something we'll both regret. I'm sorry, Sarge, but I came here to get my partner, and you know I won't leave without her. You stop right there, Private. God damn it, Ted, don't force this on me. What happened to you, man? You weren't always this crooked. I'm not judging. I'm just curious. This city happened to me, Ted. It took me a while, but eventually I saw it. There is no right and wrong, you see. Nothing is black and white. It's rather gray. All of it. All the time. And that's coming from a cop. And, well, yes, a cop. You see, even a priest has to ask himself, eventually, is anyone really listening? What's your endgame here? You know Red will probably kill her. What happens to you then, to all of us? I don't think it will come to that. See, besides, in her recent absence, we learned how to, well, exist nonetheless. You're in denial about this. Without her, there's nothing. Besides, don't you care about her? What will happen to her? I have a city to protect, Bear. One girl against a million? Now, I'm not a mathematician, but... You'll never get away with this. Oh, I will. I'll get away with it. You see, I'm the commissioner. You really are a piece of work, you know that. I mean, Mills, I can understand. He has no redeeming qualities whatsoever. But you were a goddamn good man. Once. Dead, son. Be reasonable about this. No need for anyone to get hurt. Spare me the public speech, will you? You know he's going to kill her. Anyways, the jig is up. King provided me with enough evidence to put you two clowns away for good. King? Come on, Ted. King's no longer of anyone's concern. Yeah, you took care of that. If you weren't so full of yourself, you would sweep his house a bit better. There were a lot of things you overlooked. Is this... will this be a problem? He's bluffing, Daniel. It's what he does. Anyways, I'd love to chit-chat some more, but the doll looks uncomfortable, if you don't mind. Ted, stop! Ted, listen to them! Please! Don't worry, doll. It would be low, even for them, to shoot an unarmed man. Or not. Ted! Such power. Incredible. You and him, you're made from the same cloth, girlie. You! How could you let this happen? Please don't kill me. Please. I'm just a humble public servant. Please, girl. I'm not going to. I'm not a... Oh, my God, Ted! Hey there, doll. I leave you for, like, a minute, and look what happens. Oh, shut up, Ted. You had every right to leave me. I was acting like a child. Well, you are 10. Don't talk. The medics are on the way. No. Listen, I have to tell you something. You'll tell me later, okay? Listen, I went to Flint's room. I used the same tunnel as those lowlifes. You went back to the house? Doll, Flint's room. It wasn't there. I mean, it was, but it disappeared. What do you mean? Ted, you're hurt. Listen to me this one time. God damn it. It's not just there. His room is just a storage. I mean, it turned into a storage before my eyes. It's like he was never there. I can't explain it, doll. I have no idea what the hell is going on here. But I know one thing. You have to end this. This is all about you. It was always about you. You have to face that red bastard doll alone. I'm afraid. You? Really? Ted, please. I can't do this without you. It's the only way, Amber. You've... Doll, I'm really sorry I left you like that. It was totally out of character. I should have known better. Oh, shut up, please. It was all my fault. Everything. I shouldn't have eaten that cookie. Nothing's your fault. Life is just unfair sometimes, doll, and you'll have plenty of time to feel bad about it when you grow up. You shouldn't be so hard on yourself. The weight of the world is not on you.
Try to remember that. I'm sure you'll be a great actress one day, or an artist, or whatever you end up doing. You'll be great at anything. Ted, please don't leave me. Please don't leave me, Ted. I can't do this without you. Sure. sure you can. The talk we had recently made it very clear. I was being hurtful on purpose. I don't believe that. But it's the truth. I got old, Amber. I made a promise. Some time ago, I would keep you safe. A promise? At first, I didn't even like you. You were loud and would always drag me around by the foot, and you were too damn cheerful for my taste. You were always so grumpy. I honestly thought it would never work. I'm really glad I had to make that promise, because I got to know you. I got to watch you grow up, and you became my best friend and the best damn partner I could have asked for. Don't. You gave this old bear a purpose, and I'm really grateful for that. And all I have to say in the end is that I'm really proud of you, doll, and I'm really lucky to have been a part of your life. Ted. No! No, don't die! Ted! Ted, come back! Come back, please! Ted, come back! Mr. Mayor, you're under arrest, sir. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. Oh, what have I done? Das ist gut, dass es jetzt hier diese Pausensituation gibt, denn ich hätte gern sogar noch vor dem Gespräch eine Pause gemacht. Ich habe das so verpeilt, als wir den Bauzug hochgefahren sind, dass eigentlich da schon die Folge hätte vorbei sein müssen. Dann hätten wir die Szene in der nächsten Folge gehabt, aber ist ja jetzt auch vollkommen egal. So habt ihr ein Rätsel mit ein bisschen Rage gehabt, weil ich nicht rausgekriegt habe, wie es funktioniert. Oder im Endeffekt habe ich es ja schon rausgekriegt, aber nicht in dem Augenblick. Und dann noch diese Szene, diese sehr aufklärende. Und ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle eine kleine Pause und schauen in der nächsten Folge weiter, wie Amber den restlichen Weg alleine geht oder wie das Ganze einfach weitergehen wird. Denn ich bin mir nicht sicher, ob Ted wiederkommt oder ob das so bleibt, wie es jetzt ist. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, hier auf der Karte wohnen zu gehen. Schild von Paper City. Okay. Andere Möglichkeiten haben wir gar nicht mehr mit ihr. Wir machen jetzt hier ein Folgenende und schauen in der nächsten Episode, wie es weitergeht mit Amber, Paper City, Ted und allen anderen Bewohnern dieser Stadt. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und bis dann. Tschüss.